Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind im Livestream der TU München im Sommersemester zu den Covid-19-Vorträgen. Wir haben heute wieder ein ganz tolles und aktuelles und wichtiges Thema für Sie. Es geht heute um den Datenschutz im Gesundheitssystem. Ist es ein Hindernis oder eine Notwendigkeit? Und wie immer haben wir drei tolle Experten bzw. eine Expertin für Sie heute, die dieses Thema aus verschiedenen Gesichtspunkten für Sie beleuchten wird. Vorab noch ein paar technische Dinge. Sie können, wie gesagt, den Vortrag oder die Vorträge heute im Livestream der TU München im YouTube verfolgen oder später. Das Ganze wird aufgezeichnet, dann nochmal im YouTube-Kanal der TU München abrufen. Am Ende der Vorträge wird es wieder eine Diskussion geben und Sie können die Fragen im Chat an uns schicken. Die werden wir dann am Ende den Referenten bzw. der Referentin stellen. Ja, drei Top-Experten. Ich fange an, Ladies First, mit Alina Büchs. Sie kennen sie ganz bestimmt. Wer die Corona-Nachrichten verfolgt hat, kennt sie aus der Tagesschau, aus dem Fernsehen, aus sonstigen Sendungen. Sie ist nämlich die Vorsitzende des Nationalen Ethikrats und hat natürlich an den zum Beispiel Priorisierungsempfehlungen und so entscheidend mitgearbeitet. Sie ist die Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik in der Medizin und wird das Thema natürlich aus ihrer Fachperspektive der Ethik beleuchten. Dann haben wir sozusagen den Fachmann für die Informatik und die Digitalisierung im Gesundheitswesen unter uns. Es ist Herr Martin Böcker und er ist seit kurzem erst Kollege von uns hier an der TU München und hat den Lehrstuhl für medizinische Informatik an der Technischen Universität München inne. Und er ist einer der führenden, wenn Sie so wollen, Medizininformatiker, den wir haben hier in Deutschland. Und er leitet und koordiniert ganz wichtige Projekte, die vom BMBF gefördert werden, wie zum Beispiel das D-Future-Konsortium, was vielleicht viele von Ihnen kennen. Dann freue ich mich auch wieder, dass Herr Professor Heckmann heute dabei ist. Sie haben schon ein bisschen von ihm gehört, wenn Sie uns im letzten Semester auch schon gefolgt sind. Er hat den neu errichteten Lehrstuhl für Recht und Sicherheit der Digitalisierung an der TU München inne und ist seit letztem Jahr im Sommer auch Direktor unseres Center for Digital Public Services. Ein Rechtsexperte, der Ihnen das Thema sozusagen aus der rechtlichen Perspektive präsentieren wird. Ja, schön, dass Sie alle bei uns sind. Liebe Alina, ich darf dir als Erste das Wort übergeben. Und denn du musst weg, du bist wieder im Auftrag der Bundesregierung unterwegs und musst da arbeiten und noch nach Berlin. Deswegen kannst du uns leider auch nicht bei der Diskussion begleiten, aber wir haben ja noch zwei andere Top-Experten, die auch die Fragen zur Ethik mit beantworten können. Liebe Alina, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Danke, liebe Marion, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und ich bin nicht ganz im Auftrag der Bundesregierung unterwegs. Das muss ich korrigieren, das klingt so, als wäre ich oder wäre der Deutsche Ethikrat sozusagen auf Abruf der Bundesregierung verfügbar. Morgen ist eine Anhörung im Bundestag zu den Rechten der Geimpften. Das haben vielleicht einige mitbekommen. Und dazu hat sich der Ethikrat tatsächlich in der Vergangenheit sehr häufig geäußert, weshalb ich da heute Abend noch ein wenig was zu tun habe. Heute aber sprechen wir über ein Herzensthema und einmal nur am Rande über die Corona-Pandemie. Selbstverständlich ist die Corona-Pandemie der Anlass für diese Thematik. Aber die Frage, wie wir mit dem Datenschutz im Gesundheitssystem umgehen, Marion Kichler hat das angedeutet, die treibt uns natürlich alle schon sehr lange um. Und das ist in der Tat
etwas, zu dem ich auch sprechen werde, auf der Grundlage ethischer Vorarbeiten, auch wieder vom Deutschen Ethikrat, die gar nichts mit der Pandemie zu tun haben. Und ich freue mich sehr, dass ich mit den Kollegen aus der Technik und vom Recht hier zusammensprechen darf. Und der Heckmann hat freundlicherweise schon angeboten, dass er aus sozusagen verfassungsrechtlicher Perspektive dann in der Diskussion doch auch den ein oder anderen ethischen Punkt auffangen und abbilden wird, denn das Verfassungsrecht und die Ethik haben ja recht viel miteinander zu tun. Beginnen wir aber zunächst einmal einfach mit der Ausgangssituation. Da ist immer die Frage, hat nun die Pandemie als ein Durchlauferhitzer für die Digitalisierung fungiert oder hat es nicht geklappt? Und wir haben heute, gerade heute ist eine sehr interessante Studie erschienen, eine Befragung an deutschen Managern, die ganz deutlich formuliert haben, dass in verschiedensten Handelsbereichen Vorbehalte gegenüber der Digitalisierung sich aufgelöst haben, durch die Pandemie, ganz explizit. Also hier scheint es doch, und das haben wir ja, denke ich, auch alle in unserem Alltagsleben erfahren, trotz vieler Hürden und trotz vieler Dinge, die da nicht gut funktioniert haben und in denen wir sicherlich auch gelernt haben, wo es noch, sagen wir mal, Nachhol- und Verbesserungsbedarf gibt, hat es da doch einen Entwicklungsschub gegeben. Es ist auch nicht überraschend, denn wir haben ja gelernt, alle miteinander, und das auch als Gesellschaft. Der Medizin steht das einfach schon länger vor Augen. Aber ich glaube, auch wir als Gesellschaft haben gelernt, wie enorm wichtig eine gute Datennutzung sein kann. Und das war in dieser Pandemie ganz ungeachtet dessen, welcher Position Sie da anhängen, ob Sie jetzt Niedriginzidenzstrategie-Verfechter sind oder ob Sie sozusagen diesen Tanz mit dem Virus, also sozusagen das Auf und Ab präferieren oder welcher Ansicht auch immer Sie sind, mit Blick auf die Pandemiepolitik, alle sind sich einig, dass für eine erfolgreiche und gute Pandemiepolitik eine gute Datennutzung unerlässlich ist. Und in der Tat sehen wir, dass die Länder, die jetzt on the whole sehr gut durch die Pandemie gekommen sind, vielfach in Asien angesiedelt sind, auch in Skandinavien, Dänemark, Norwegen, Finnland sind die Positivbeispiele in Europa, ohne große Wellen, insgesamt auch wirtschaftlich gut durchgekommen, aber noch deutlich besser, wenn Sie sich das sozusagen im Vergleich anschauen, sind die asiatischen, eine Reihe asiatischer Länder, natürlich nicht alle, muss man in diesen Tagen sagen, mit dem erschrockenen Blick nach Indien. Aber es gibt dort eine ganze Reihe von Positivbeispielen und dort hat immer die Datennutzung eine Rolle gespielt. Und so ein bisschen dieses Vorurteil, das vielleicht zum Teil herrscht, dass ja, das machen die in Asien alles irgendwie diktatorisch und die kümmern sich überhaupt nicht um die Selbstbestimmung der Menschen bei der Datennutzung, das ist inzwischen tatsächlich widerlegt worden. Also es gibt eben mit Taiwan beispielsweise ein demokratisches Land, das tatsächlich exemplarisch vorgeführt hat, wie eine gute Pandemieeindämmung auch mittels kluger Datennutzung funktionieren kann. Ich möchte heute mit Ihnen tatsächlich nur ganz, ganz stichpunktartig bestimmte Fragen antönen. Und ich weise darauf hin, dass wir eine dicke Publikation gemacht haben vom Deutschen Ethikrat, eine Stellungnahme zu Big Data im Gesundheitswesen und uns da mit diesem ganz grundlegenden Konflikt, auch der ethischen Spannung zwischen einer Notwendigkeit guter Digitalisierung, also letztlich mehr Datennutzung in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Wir haben uns da natürlich auf die medizinische Forschung, aber auch so auf den Alltagsgesundheitsbereich bezogen auf der einen Seite und der Notwendigkeit, Daten sicher zu verwenden und zu schützen auf der anderen Seite. Und deswegen werde ich Ihnen ganz kurz einmal vorstellen, was so die Hauptthesen waren und was die relevanten ethischen Orientierungsmaßstäbe waren und dann auch schon relativ schnell zu einigen Thesen kommen, die ich auf die gegenwärtige Situation übertragen werde. Das vorweg, und ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, das verspreche ich Ihnen, sind die ethischen Orientierungsmaßstäbe, die eine Rolle spielen. Da sind ganze Bibliotheken über diese Prinzipien geschrieben worden, das wissen Sie. Und wir haben eben ein wenig untersucht, was sagen uns diese teils altehrwürdigen Prinzipien heute im Umgang
mit datenreicher Medizin, mit der Datennutzung für Gesundheit und die Vermeidung oder auch Behandlung und Erforschung von Krankheit. Und da haben sich viele Dinge verschoben. Nach wie vor sind Freiheit und Selbstbestimmung und mit Blick auf Daten natürlich vor allem die informationelle Selbstbestimmung von höchster Relevanz. Aber wir haben da gesagt, dass das Konzepte sind, die mit Blick auf die neuen Formen auf der Big-Data-Nutzung weiterentwickelt werden müssen. Dass diese alte Idee, man könne vollständige Kontrolle über den Strom der Daten haben, in dem wir alle stehen, einfach veraltet ist. Und dass wir neue Konzepte finden müssen, wie der Respekt vor individueller Freiheit und Selbstbestimmung gewahrt bleiben kann und gleichzeitig eine Datennutzung, eine verantwortliche Stadt finden kann. Wir haben darauf hingewiesen, dass es da nicht darum geht, volle Kontrolle zu haben, dass es ein sozusagen veraltetes Missverständnis ist, sondern es geht um den Schutz dessen, was uns wichtig ist, was privat ist, was intim ist, was unsere, die Sphäre bedeutet, die wir schützen wollen. Und das ist für viele Menschen auch sehr unterschiedlich. Wir haben darauf hingewiesen, dass sich die Ideen von Souveränität und Macht gegenwärtig verschieben, mit Blick auf gerade die Datennutzung und auch die Nutzung von Plattformen, wo sich Machtverhältnisse letztlich auch in der Datennutzung verschieben und dass es wichtig ist, auch in dieser Weiterentwicklung informationeller Selbstbestimmung, dass wir mitdenken, dass diese neuen Machtstrukturen und auch letztlich Datenmonopole entstehen können. Wir haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass es altehrwürdige medizinethische Prinzipien gibt, die Schadensvermeidung und die Wohltätigkeit, die uns ganz klar etwas sagen dazu, wie wir mit Daten heute umgehen können. Dass wir also uns bemühen sollten, auch die Idee einer Wohltätigkeit, einer auch ärztlichen oder medizinischen Fürsorge und auch einer gesellschaftlichen Fürsorgevorstellung, also einer positiven Zielvorstellung, was wollen wir mit dieser Datennutzung, in einen Einklang zu bringen mit der Schadensvermeidung. Das bedeutet nicht isoliert und vor allem schon gar nicht primär auf Risiken zu fokussieren, sondern auch im Blick zu halten, was ist unser Ziel, was wollen wir mit dieser Datennutzung, wozu ist sie sinnvoll und dann zu schauen, welche Schäden können entstehen, wie können sie minimiert und verbessert werden. Fragen von Gerechtigkeit spielen eine große Rolle, also Stichwort eben Datenmonopole, aber auch Beteiligungsfragen natürlich, dass Menschen wissen wollen, wer macht was mit meinen Daten. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass es eine ganze Reihe von neuen Formen solidarischer Praktiken gibt, die entstehen können und dass wir mit Datennutzung auch solidarischen Zielen nahe kommen können. Und das ist etwas, was sehr relevant ist in der Pandemie, dass wir alle aus solidarischen Motivationen vielfach wohl sehr viel stärker bereit gewesen wären. Da gibt es sehr gute Befragungsstudien zu, unsere Daten zur Verfügung zu stellen, um auch erhöhter Freiheitsgrade willen. Also da berühren sich natürlich unterschiedliche Prinzipien. Und abschließend, und das ist ein, da ist ein kleiner Fehler drin, Verzeihung, das soll heißen Multiakteursverantwortung. Der Begriff der Verantwortung abschließend, der letzte Orientierungsmaßstab sagt uns, dass wir im Bereich einer gesellschaftlichen Datennutzung ganz viele Akteure haben, die Verantwortung haben. Nicht nur das Individuum, das sozusagen sich 47-seitige Einwilligungserklärung durchlesen soll, das alles verstehen soll und dann sozusagen einwilligen und damit ist dann sozusagen alles möglich. Auf der einen Seite, das ist eine Überforderung des Individuums, das ist viel zu viel individuelle Verantwortung, sondern dass es auch natürlich strukturelle Verantwortung gibt, etwa von Plattformanbietern, aber auch von denjenigen, die mit Daten forschen, dafür zu sorgen, dass hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden und dass beispielsweise viele Voreinstellungen zunächst mal Privatheit schützen, also Privacy by Design und solche Dinge. Das kennen Sie alles. Gleichzeitig aber auch, dass wir staatliche gute Regeln brauchen, aber eben nicht nur staatliche gute Regeln, sondern dass all diese verschiedenen Akteure sich möglichst beteiligen können sollten, weil das eben oft so komplexe Situationen sind, gerade wenn es um die Big-Data-Nutzung geht. Und auch das ist etwas, was uns die Pandemie ja gezeigt hat. Das ist eben nicht nur das Individuum, das ist aber auch nicht nur ein staatlicher Akteur, wie beispielsweise das Robert-Koch-Institut, sondern da sind ganz viele unterschiedliche weitere Akteure im Spiel, also etwa Anbieter von bestimmten Diensten, Anbieter von Apps, diejenigen, die das nutzen, die Forscher, die damit arbeiten wollen, also ganz viele unterschiedliche Akteure, alle tragen gemeinsam
Verantwortung. Das haben wir auf vielen, vielen Seiten ausgeführt. Das kann ich Ihnen jetzt hier nur andeuten und haben daraus letztlich in vier Bereichen Empfehlungen formuliert, teilweise wirklich auch ganz fein ziseliert. Das können wir heute Abend gar nicht besprechen. Ich wollte es Ihnen einfach nur mal mitbringen. Wir haben gesagt, wir müssen diese Idee der informationellen Selbstbestimmung, sehr auf Kontrolle, sehr auf individuelle, informierte Einwilligung bezogene Selbstbestimmung, so wie wir sie klassischerweise aus der Medizin kennen, weiterentwickeln zu einem Konzept der Datensouveränität. Also nicht perfekte Kontrolle, nicht nur individuelle Einwilligung, sondern ein Anerkennen, dass wir alle profitieren von Daten, dass es unglaubliche Chancen gibt, mit Blick auf eine gute Datennutzung, dass die aber eben verantwortlich so passieren soll, dass das Individuum dann, wenn es ihm oder ihr wichtig ist, Möglichkeiten hat, einzugreifen und zu regulieren. Das ist also eine Idee einer weiterentwickelten, den Chancen und Risiken angemessenen Weiterentwicklung der informationellen Selbstbestimmung hin zu einer Datensouveränität. Und da geht es eben darum, wirklich die Potenziale zu erschließen. Und ich lade Sie durchaus ein, in der Diskussion Hinweise zu geben, ob Sie glauben, dass das gelungen ist in dieser Pandemie. Gleichzeitig individuelle Freiheit und eben Privatheit und Intimität zu wahren, Gerechtigkeit und Solidarität zu sichern, also dass nicht bestimmte Gruppen beispielsweise besonders gefährdet sind durch eine Datennutzung, sondern dass man da ein Auge drauf hat, dass das eine gleiche Verteilung beispielsweise von Risiken ist und auch möglichst viele gut profitieren können von einer Datennutzung. Und natürlich der Blick auf die Multiakteursverantwortung und das Fördern von Vertrauen. Also, und damit komme ich zu einigen Thesen, die sich daraus ableiten. Das geht jetzt ziemlich holterdiepolter. Aber wie gesagt, lässt sich aus dieser Pluralität, dieser unterschiedlichen Prinzipien ableiten und hat auch, das will ich ganz offen sagen, einen gewissen Common Sense-Anteil natürlich, weil wir bestimmte Dinge jetzt einfach noch viel stärker in der Praxis festgestellt haben, als uns das ohnehin schon vor Augen stand. Und wir haben vom Ethikrat schon damals gesagt, wir müssen unbedingt digital weiter aufrüsten. Und jetzt kann ich diesen Satz weiter fortführen mit, denn es werden auch noch weitere Pandemien kommen und wir werden weitere wichtige Herausforderungen haben. Und da gibt es tatsächlich aus dem, was ich formuliert habe, einen ethischen Imperativ, dass wir für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem gute Konzepte brauchen für eine schnelle, kluge, flexible und verantwortliche Erfassung, Nutzung und Weitergabe gesundheitsrelevanter Daten. Das heißt, es muss darum gehen, dass wir das befördern, dass wir das ermöglichen. Und Datenschutz, der sehr wichtig ist, darf das nicht hemmen, sondern muss es befördern auf verantwortliche Art und Weise. Das ist also eine, wenn Sie so wollen, Verkehrung durchaus auch älterer datenethischer Ansätze, die sehr stark darauf hingewiesen haben, wie wichtig Datenschutz ist. Der wird auch nicht weniger wichtig durch das, was ich hier sage, aber es ist eine Veränderung der Perspektive darauf, dass Datenschutz als solcher kein Ziel sein kann, sondern dass es darum geht, sicher und verantwortlich eine Datennutzung zu gestalten, die uns Potenziale erschließt, die uns Chancen erschließt, die uns das erlaubt, was wir als Gesellschaften oder wir für unsere Patienten oder wir als Medizinerinnen und Mediziner oder Sie alle als Bürger brauchen. Und da stehen wir vom Ethikrat, weiß Gott, nicht alleine damit, sondern das hat jetzt gerade wieder ganz aktuell und auch mit einem aktuellen Pandemiebezug, ich kann das jedem nur empfehlen, ein Gutachten des Sachverständigenrates im Gesundheitswesen mehr oder weniger gleichlautend so formuliert. Wir brauchen also, und das ist jetzt Ganze nochmal ethisch gefasst, eine verantwortliche Balance zwischen Datensicherheit auf der einen Seite, die wir weiterhin ernst nehmen müssen, die wir aber funktionaler machen müssen, die wir anpassen müssen. Und ich bin sehr gespannt, was Herr Heckmann da zu sagen hat, denn das ist natürlich vor allem auch ein rechtliches Spielfeld, denn viel Datenschutz ist ja rechtlich kodifiziert. Auf der einen Seite und der Ermöglichung und Realisierung von Chancen auf der anderen Seite. Die müssen sozusagen zueinander finden. Es geht nicht, das nochmal, um den Schutz der Daten, um des Datenschutzes willen. Es geht um den Schutz der Interessen von betroffenen Menschen, der Privatheit, der Intimität, der informationellen Selbstbestimmung.
nicht die Daten als solche werden geschützt, sondern die Menschen dahinter und die Interessen dieser Menschen. Und deswegen kann man auch formulieren, und ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema ist, dass es auch mit Blick auf pandemische Maßnahmen, wie wir sie in der letzten Zeit gesehen haben, eine ethisch wie rechtlich ausgewogene Balance geben muss bei den Einschränkungen verschiedener Grundrechte. Und Sie wissen so gut wie ich, ich habe ja einen sehr prominenten Kollegen im Ethikrat, auch einen Münchner Kollege, der das sehr, sehr prominent immer wieder formuliert, dass es durchaus hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sagen, dass dieses Augenmaß nicht immer gegeben war und dass wir zum Teil sehr zurückhaltend waren als Gesellschaft darin, bestimmte Datenschutzrestriktionen mutig sozusagen auszulegen, sondern dass es da doch eine sehr hohe Zurückhaltung gab und da vielleicht nicht immer eine absolut ausreichende Balance gegeben war. Aber das ist ein sehr kontroverser Punkt und ich lade Sie alle ein, das mit zu diskutieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht einer, sondern wie immer sind es mehrere. Wir brauchen dafür gute politische Gestaltung. Es braucht sehr viel Geld, gute, funktionale, datensichere Konzepte einer solchen Datennutzung. Die fallen nicht vom Himmel, die müssen gebaut und etabliert werden. Wir müssen natürlich das Vertrauen auch in der Bevölkerung bewahren und erhalten. Also irgendwie diese so platte Formulierung, das mit dem Datenschutz ist alles Blödsinn, jetzt preschen wir mal nach vorne, wir haben gerade eine Krise. Das ist sicherlich tödlich für das Vertrauen in der Bevölkerung, denn die Deutschen sind weltweit berühmt für ihr auch Bedürfnis nach hohem Datenschutz. Aber das neu zu denken, neu zu gestalten, ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe. Und in der letzten Minute möchte ich jetzt nur noch skizzieren, dass ein klassisches Beispiel, fast schon klassisches Beispiel aus der letzten Zeit, die Corona-Warn-App, sehr im Fokus dieser Überlegungen steht. Die wurde initial sehr bejubelt und gesagt, das ist ein toller Datenschutz, das ist richtig gut gelungen, das ist Open Source. Also nur der Vorsitzende des CCC, das ist auch nicht irgendwer, hat also wirklich da sehr, sehr positiv reagiert. Und dann gab es natürlich die Schelte, kein Mensch nutzt das, zahnloser Tiger. Die Leute melden die positiven Ergebnisse nicht weiter. Das heißt, sie verhalten sich da nicht solidarisch. Die App wird nicht weiterentwickelt. Die kann ganz viel nicht. Der Datenschutz war viel zu stark. Das haben Sie sicherlich zum Teil mitbekommen. Und nach dem, was ich jetzt ausgeführt habe, hoffe ich, dass Sie mir zustimmen werden, dass es da keine schlichten Antworten gibt, sondern dass man da tatsächlich diese Balance suchen muss. Und da ist die Corona-Warn-App ein sehr instruktives Beispiel. Und ich freue mich sehr, dass der Kollege aus der Technik, Herr Böker, uns das auch noch mal vermutlich etwas detaillierter vorstellen wird. An der zeigt sich einiges exemplarisch von dem, was ich gerade gesagt habe. Der technische Ansatz und der Umgang mit den Daten ist aus Datenschutzperspektiven insgesamt sehr lobenswert. Also diese, dass es kein zentraler Ansatz ist, sondern dass es eben verteilt ist und also ganz strikte Standards, Industriestandards da berücksichtigt werden. Aber es ist sicherlich keine Frage, dass sie sehr langsam ergänzt wurde um weitere Funktionen und dass es zu wenig Möglichkeiten für das Individuum gibt, tatsächlich individuelle Datensouveränität umzusetzen und beispielsweise mehr freizugeben oder stärker sich solidarisch zu zeigen und dass gleichzeitig natürlich auch Solidarität nicht angereizt wird. Es war am Anfang, gab es gar keine sozusagen Push-Nachrichten, man möge doch jetzt mal seine Testergebnisse melden. Also dass die auch nicht so gestaltet war, dass sozusagen die Menschen auch ihre Verantwortung übernehmen. Und das weder durch diejenigen, die das gebaut haben, noch durch die Nutzerinnen und Nutzer. Und da ist also diese Multi-Akteurs-Verantwortung auch nicht optimal umgesetzt worden. Deswegen ist das Fazit, das ist kein schlechtes Instrument und es wird auch immer besser. Es ist ja gerade erweitert worden um verschiedene sehr sinnvolle Funktionen, aber da ist noch eine Wegstrecke zu gehen. Ich komme zum Schluss. Wir haben eine Digitalisierungswelle erfahren und wenn wir das nutzen, das mit Blick auf die eben dargestellte Datensouveränität unter auch ethischen Kriterien gut zu gestalten, dann ist das nicht nur eine Chance gegen weitere Viruswellen, sondern wird uns auch als Land voranbringen. Und damit komme ich zum Ende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, liebe Alina, für deinen tollen Vortrag. War wirklich sehr spannend, dir zu lauschen. Auch die vielen Überlegungen, die ihr abwägend anstellt. Also ich kann mir vorstellen, dass da viele Fragen kommen.
Wir wünschen dir eine gute Reise nach Berlin und eine erfolgreiche Anhörung morgen im Parlament. Und ja, verabschieden dich jetzt, gell? Mach's gut, ciao. Ja, und wir kommen jetzt zum technischen Teil. Und ich darf Herrn Kollegen Böker bitten, seinen Bildschirm mit uns zu teilen und seinen Vortrag aus der praktisch-technischen Seite zu halten. Sieht man meinen Bildschirm? Nee, ist nicht freigegeben. So. Ja, vielen Dank für diesen sehr eindrücklichen Vortrag und diese super Überleitung zu meinem Thema. Wir werden da sicherlich gleich an vielen Stellen das nochmal vertiefen und diese benannten Konzepte auch jetzt wiederentdecken in meinem Vortrag. Wie gesagt, es soll um die Corona-Warn-App gehen und ich möchte an einigen Stellen mal hinterfragen, warum die Warn-App in Deutschland so gestaltet worden ist, wie wir sie jetzt kennen. Und dabei eben auch genau diese Frage stellen, ist sie wirklich so zu bewerten, wie sie gerade anfangs kritisch gesehen wurde oder sind da Dinge nicht ganz verstanden worden? War vielleicht der ganze Diskurs zu einfach gehalten? Hat man überhaupt die Anforderungen, die an sowas gestellt werden müssen, richtig dargestellt und sich die Mühe gemacht, das auch in der Form zu betrachten, wie man es eigentlich sollte? Dazu werde ich einige Konzepte, aber auch nur wenige vorstellen, die meiner Ansicht nach jetzt im Rahmen dieser Corona-App besonders wichtig sind und auch mal in die Komplexität einer Umsetzung reingucken. Weil wir tun immer so, wir glauben halt so eine App, ja, das ist so eine kleine Handy-Geschichte und da steckt nicht viel dahinter. Also gerade in dieser Corona-App kann man mal sehen, was für eine große Maschinerie dahinter steht. Und ich möchte auch, das war jetzt auch sehr schön, mit den Kriterien des Chaos Computer Club, also des CCC, mit Ihnen zusammen vielleicht auch diese App dann bewerten. Genau, also der Rahmen, das haben wir eben auch schon gesehen. Also hier sind top deutsche Firmen dabei. Und das Ganze wird vom Bundesministerium für Gesundheit durch das Robert-Koch-Institut herausgegeben. Und man muss auch hier berücksichtigen, wie schnell diese Entwicklung ging. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Standards, die wir jetzt anwenden, ich habe da leider das 2020 vergessen, die entstammen, also die sind aktuell im Frühjahr 2020 erst entstanden, also vor einem Jahr. Der Start war dann auch im Frühjahr 2020 und die Veröffentlichung, da hat man natürlich schon Kritik dran geübt. Es hat dann fast 4 Monate gedauert, bis man die veröffentlichen konnte. Aber da kann ich auch nur sagen, dass kann schneller gehen, aber dann hat man natürlich auch Sicherheitsrisiken, die man da tragen muss. Und jetzt möchte ich anhand dieser Skizze nochmal etwas genauer überlegen, überhaupt, um was es dabei geht. Also das ist hier eine frühe Publikation in Science, schon aus dem Mai 2020, wo man so konzeptuell beschrieben hat, was die jetzt können soll, die Warn-App. Und das Interessante hier, dass hier die zeitliche Komponente wirklich auch mit berücksichtigt wird. In normalen Darstellungen sieht man eigentlich immer nur so Männchen, die sich begegnen, entweder nah oder fern. Aber man berücksichtigt gar nicht, dass das ein mehrzeitiges Ereignis ist. Ich werde das noch vertiefen. Also man sieht hier also die Person A, die keine Symptome hat, aber schon infiziert ist, begegnet halt verschiedenen Personen in Nähe oder auch weiter weg. Und an einem späteren Zeitpunkt, normalerweise also viel später, 4, 5, 6 Tage, hat sie halt Symptome und lässt sich testen. Und dann soll diese App das tun, was hier so gezeigt ist. Also sie soll ermöglichen, dass man diese Personen, die nah waren, tracken kann. Nicht? Dass man sozusagen denen ein Signal gibt, du hast dich in der Nähe einer Covid-positiven Person befunden, bitte handle. Und
Also genau das beschreibt sehr schön die Funktionalität. Und ich weise dann nochmal darauf hin, dass so holzschnittartige Darstellungen, die man oft sieht, wo man nur so ein paar Männchen sieht und diese zeitliche Komplexität einfach nicht berücksichtigt, dass die gar nicht hilfreich sind für so einen Diskurs. Wenn wir das so, wenn wir da jetzt wieder sagen, wir diskutieren, wir möchten, dass viele Leute das nutzen, dann müssen wir es auch richtig darstellen. Sonst denkt man, naja, dass diese App, die ist ja so simpel, die kann nicht viel. Und hier habe ich das jetzt nochmal dargestellt, nicht? Also diese Grafik ist ja hinreichend bekannt, nicht? Also wir haben nach der Ansteckung eine Inkubationszeit, wo man eben keine Symptome hat. Normalerweise, also ohne Schnelltests, die jetzt ja viel verfügbar sind, hat man erst getestet, nachdem Symptome da waren. Und das heißt, also der Patient hatte oft viele Tage Zeit, also in der Inkubationszeit, der rote Pfeil, der da drin ist, Leute anzustecken. Und erst hier in dem Bereich kann diese Covid-Warn-App überhaupt das tun, was sie soll. Und das ist also überhaupt nicht trivial, das umzusetzen. So. Genau, und jetzt, das ist jetzt auch ein Kritikpunkt, den ich jetzt eigentlich auch habe, so ein bisschen. Und das betrifft eher die Kommunikation. In Deutschland sind wir doch hier ein bisschen statisch, sage ich mal, oder wenig einfallsreich. Es gibt sehr viel auch gut gemachtes, muss ich sagen. Also man gibt sich wirklich Mühe, auch Filme inzwischen viel mehr. Aber das hier ist aus der aktuellen Dokumentation zur Funktionalität. Da hat man das in zwei Phasen also aufgeteilt. Und das ist auch alles ganz richtig, was hier steht. Nur ist es halt wirklich nützlich für Leute, die jetzt nicht verstehen, wie das was eigentlich im Hintergrund abläuft. Also wir haben also die Möglichkeit, andere zu benachrichtigen. Und zwar, was hier wirklich auch wichtig ist, dass man sich, das ist diese Autonomie, von der die Rede ist, das ist das selbstständige Handeln. Es ist alles freiwillig und man kann auch sagen, nee, ich mache das nicht. Also man entscheidet sich und sagt der App, ja, ich möchte jetzt andere benachrichtigen. Und dann kommt man dann in diesen Mechanismus hier unten, wo dann andere über die eigene Erkrankung sozusagen benachrichtigt werden, die jetzt in der Nähe waren. Und dort auf deren Handys, in deren Apps wird dann eben ein Risiko errechnet. Das ist also auch genau beschrieben und auch sehr komplex. Und dann wird es eben auf dieser berühmten Statusanzeige angezeigt und dann beginnt wieder die Autonomie natürlich des Nutzers. Dort beginnt wieder die Compliance. Also geht er jetzt zum Arzt oder sagt er, ach, das ist mir egal, jetzt gucke ich mal, ob ich dann auch Probe kriege oder nicht. Und hier ist dann sozusagen wieder der Nutzer gefordert, eigentlich selber zu handeln. Aber ich muss sagen, ich finde jetzt, um zu verstehen, also was eigentlich die App wirklich tut, ist das also ein bisschen wenig. Ne? Also das und dieses hier ist aus der ausführlichen Dokumentation zur App und das fand ich jetzt ein bisschen schade. Da lernt man nicht so viel. Ich zeige gleich nochmal ein anderes Beispiel. So, und jetzt möchte ich mal zu 3, 4 so Konzepten kommen. Wir haben das schon gehört, anonym und personenbezogene Daten. Und das muss man, glaube ich, das ist also eigentlich fast heute eine Grundkenntnis, ne, die man vielleicht entwickeln muss. Es ist aber gar nicht so einfach. Also wenn wir nur irgendwelche Gesundheitsdaten oder irgendwelche Daten haben, wo wir keine identifizierenden Daten haben, dann sind die erstmal primär anonym. Das heißt, ich kann keine Person zuordnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Covid-Test, wenn ich einen Covid-Test habe, positiv oder negativ, und das als Einzeldatum nehme, ist das anonym. Wenn ich da aber identifizierende Daten dazu tue, wie Name, Vorname und so weiter, dann werden plötzlich daraus personenbezogene Daten. Und das ist jetzt das, auch hier der Anschluss an den Datenschluss. Dafür interessiert sich der Datenschutz. Und ja, hier hätte ich auch hinschreiben sollen, aber zum Schutze der Person. Nicht? Also hier habe ich hier oben hingeschrieben, es geht nicht darum, die Daten zu schützen, sondern die Person vor missbräuchlicher Nutzung dieser Daten.
Das muss gar nicht kriminell sein. Die häufigste missbräuchliche Nutzung ist einfach Fehlverhalten und Unkenntnis. Aber auch davor müssen ja reale Personen geschützt werden, weil die Folgen mit Gesundheitsdaten natürlich dramatisch sein können. So, und anonymisiert heißt keine Zuordnung möglich. Also das sollte man sich merken. Keine Zuordnung zu den Daten möglich von real existierenden Personen. Aber man muss berücksichtigen heutzutage, wenn ich hier mehr als 8 oder 9 Merkmale gleichzeitig habe, interessante Krankheitsdaten, Vorerkrankungen, seltene Erkrankungen, vielleicht besondere Konstellationen, dann kann ich plötzlich über Kenntnis von externen Daten wieder, gibt es ein Reidentifizierungsrisiko. Das ist heute enorm. Da gibt es auch sehr schöne Publikationen zu. Eine absolute Anonymisierung ist heute sehr, sehr schwierig deshalb. Also man geht eigentlich nur, also wenn wir jetzt von Covid reden, in dieser Covid-App gibt es nur den Covid-Test, positiv, negativ. Die kann man wirklich anonymisieren. Man benutzt dann noch Pseudonyme häufig, denn das werden Sie auch sehen oder hören, auch im Zusammenhang mit anderen Corona-Apps. Da werden Schlüssel generiert, sozusagen, dass man auch eindeutig diese Gesundheitsdaten einzelnen Personen zuordnen kann, aber nicht die identifizierenden Daten direkt mitspeichern muss. Also das ist also ein Konzept, das die Sicherheit der Daten erheblich erhöht und im Datenschutz eigentlich heute gang und gäbe ist. Also auch der Begriff des Pseudonyms müsste eigentlich heute zum Grundwissen gehören. Ich würde mir wünschen, die Schüler würden das alle lernen, ist aber nicht so. So, und hier, jetzt Covid-Warn-App, da hat man gesagt, und das ist jetzt ein Punkt, wo gerade eben Frau Büchs drauf eingegangen ist, man hat sich konsequent dafür ausgesprochen, nur anonyme Daten zu verarbeiten. Das ist eine drastische Entscheidung, aber im Angesicht möglicher Unfälle mit den Daten ist es meiner Ansicht nach eine gute Entscheidung. So, jetzt weiter. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen über die Firmen, die dahinter stehen, sprechen. Also wenn wir tun so, als ob wir alles entscheiden können, das stimmt leider nicht. Wir haben Betriebssysteme auf den Geräten, die wir nutzen, die sind von Google und Apple, über 99%. Diese Firmen haben ein faktisches Monopol auf diese Betriebssysteme und die können bestimmen, was wir tun. Zum Glück, muss man eigentlich sagen, fordern die selber höchste Sicherheitsstandards, im Moment jedenfalls. Die verbieten zum Beispiel, wo ich gleich noch drauf komme, das Geotracking, also die Orts, die Speicherung von den Ortsdaten mit den Kontaktdaten, das verbieten die kategorisch. Aber Google und wenn man dieses Framework nutzt, das nennt sich Exposure Notification System, dann unterliegt man den Nutzungsbedingungen von Apple und von Google und man kommt da gar nicht raus. Also wenn man jetzt auch hier, also ich meine, das finde ich eine interessante ethische Frage, wie man sich da in Zukunft verhalten will. Nicht? Also wir hören ja gerade, es gibt da eher Streitigkeiten um den Betrieb von eines Apple Stores, aber hier hat man genauso große Konsequenzen, die sich also natürlich in der Zukunft auswirken können, wo ganze Gesellschaften gegenüber von solchen Firmen eigentlich in Haftung genommen werden könnten. So, und jetzt das eine der wichtigsten Folien, die ich noch habe, auch eine schon, jetzt wird es immer komplizierter, muss ich sagen. Das haben wir jetzt auch schon gehört, zentrales Konzept, dezentrales Konzept. Also das zentrale Konzept, das bedeutet eigentlich hier in der Mitte hat man eigentlich also einen einzelnen Server und hier sind die ganzen Handys oder auch andere Rechner, aber das sind alles Handys. Dann weiß der zentrale Server sozusagen über Nutzer dieser Handys identifizierende Daten. Die weiß er eigentlich immer per se durch die Netzwerk, alleine durch das Netzwerk. Das ist gar nicht zu verhindern. Und normalerweise werden dann hier die Gesundheitsdaten auch gespeichert. Das hat viele Vorteile. Deshalb haben zum Beispiel viele Staaten auch zentrale, einige Staaten noch zentrale Systeme. Es hat aber gravierende Nachteile, Sicherheitsnachteile. Das hier ist eine moderne Architektur, wo, sagen wir mal, kleine Verbünde von Handys, also wenn die 5 Personen, 7 sind das in einem Raum sind, dann bilden die ein kleines Netzwerk und nur die
kommunizieren miteinander, die können Daten austauschen. Nur jedes einzelne Handy weiß, wem es gehört. Und wenn man das über die Zeit betrachtet, also die einzelnen Personen bewegen sich, dann bilden sich immer weitere Ad-Hoc-Netzwerke. Hier gibt es keinen Server, der alles weiß. Das hat eben aber jetzt auf die Covid-App natürlich drastische Konsequenzen. Wenn ich 5 Tage später merke, dass der hier jetzt krank ist und ich will jetzt die anderen aber tracken, dann ist die zentrale Lösung natürlich einfacher, weil der Server hier das einfach schnell nachgucken kann in seiner Datenbank und die einfach direkt notifizieren kann. Der kann auch hingehen und das der Polizei melden, wie wir manche Staaten wissen. Und wenn es ein Rechtsstaat ist, dann geht es vielleicht nur ans Gesundheitsamt. Aber diese Architektur ist mit hohen Sicherheitsrisiken verbunden. Hier ist es so, hier muss man sich was einfallen lassen. Hier gibt es jetzt keinen zentralen Server, der alles steuert. Das zeige ich gleich. Das ist die Lösung, die die Deutschen und fast die ganze Welt gegangen ist. Also zentrale versus dezentrale Speicherung, ein Konzept, das man vielleicht heute auch lernen sollte. Die zentralen Lösungen haben grundsätzlich ein sehr hohes Potenzial für Missbrauch. Das hören wir fast jeden Tag, wieder x-tausend oder zehntausende von Nutzerdaten irgendwo gestohlen. Dann hat man so einen Server hier gehackt. Aber auch, und das eben ist ja auch der Kritikpunkt, den wir eben gehört haben, man hat natürlich hier mehr Möglichkeiten. Und das ist also eine Güterabwägung, denke ich halt. Da halt die Corona-Warn-App auch in so einer Architektur funktionieren kann, bevorzuge ich ganz klar natürlich diese Lösung, nicht? Weil sie viel sicherer ist. Aber, und das sieht man hier nicht, es gibt auch hier zentrale Server, ich zeige die gleich, wenn ich noch genug Zeit habe, wie die Architektur ist. Die Architektur ist viel komplizierter, als man es eigentlich denkt, in so einer Corona-Warn-App, wie wir sie haben. So, und es gibt diese Länder, wo einige recht einschlägig sind in den Menschenrechten, wie sie sie verfolgen. Oder, auch Indien ist dabei. Ich muss sehr skeptisch sein, dass das viel mit Technologie hat im Moment, wie es mit der Pandemie dort aussieht. Die haben eine stark zentralisierte Covid-App. Das immer wieder genannte Taiwan hat genau die gleiche Architektur wie wir. Also die benutzen auch eine dezentrale Lösung. Man konnte da eigentlich nachweisen, dass das jetzt mit der Covid-App da wenig zu tun hatte, wie es funktioniert hat. Frankreich geht einen Sonderweg in Europa. Alle anderen europäischen Staaten sind kompatibel zu uns. Und dann gibt es noch eine teilzentrale Lösung, Singapur. Und diese Staaten haben das in Betrieb. Ja, und jetzt noch ein Konzept. Geolokalisation kommt auch immer wieder zur Sprache. Da ist das Wichtige, dass die Covid-Warn-App keine Kombination mit Ortsdaten erlaubt. Das wurde auch sehr kritisiert, nicht? Also wir kennen ja alle die App oder die Apps, die es erlauben, jetzt sich anzumelden in irgendwelchen Lokalitäten. Da gibt es verschiedene. Wenn man Geotracking machen würde, dann könnte man das einfach weglassen. Ne? Weil dann würde das GPS, was in jedem Handy heute eingebaut ist, könnte man nutzen, die Begegnungspunkte auf der zeitlich aufgelösten Bewegungskurve hier zu nutzen, um zu sagen, da sind die sich begegnet dort und da hatten die einen Kontakt von 3 Stunden. Aber genau das ist auch, was ich hier geschrieben habe, das, was man eigentlich jetzt unbedingt vermeiden will, dass solche Daten in die Hände von Personen fallen, die nicht besitzen sollten, weil diese Daten sind an sich reidentifizierend, weil ich nachgucken kann, wenn der da wohnt, dann weiß ich, es sind vielleicht 8 Parteien in dem Haus. Ich kann Rückschlüsse auf die Aktivitäten und die Lebensweise aus diesen Tracking-Daten ziehen. Und die Co-Lokalisation mit Personen ist einerseits natürlich jetzt für eine Covid-Tracking-App was Schönes, aber in der Regel möchte man das nicht, dass jemand das weiß. Genau, wir gehen selber sehr häufig sehr schlampig mit unseren Bewegungsdaten um, wenn wir überall erlauben, dass man die nutzen darf. Und hier
habe ich schon gesagt, also Apple hat neulich die Veröffentlichung einer Covid-App in Großbritannien verhindert, weil die eben sowas einbauen wollten. Die haben gesagt, das ist doch toll, dann weiß man, wo die Leute sich getroffen haben, in der Kneipe oder im Supermarkt. Aber Apple hat es verhindert. Die haben gesagt, das ist nicht konform mit unserem Exposure Notification System. Und dann mussten die das wieder rausbauen. Also und hier habe ich jetzt mal das Prinzip, also diese Grafik fand ich eigentlich ziemlich lustig. Hier ist auf einfache Weise dargestellt, wie es jetzt eigentlich geht. Das kann man sich in 2 Minuten schnell angucken. Also hier ist das Prinzip eigentlich dieser, der Nachverfolgung gezeichnet. Die eine Nutzerin hier hat ein Handy und das erzeugt laufend Zufallszahlen. Also die sind völlig zufällig. Und wenn man sich jetzt zu zweit trifft, dann machen beide Handys das. Die erzeugen halt laufend minütlich neue Zahlen. Und was die tun, die merken sich diese Zahlen. Die eigenen Zahlen, die speichern sie in einer Liste. Und jetzt, weil die Handys nah zusammen sind, senden die sich über Bluetooth diese Daten. Und das ist also, die schreiben dann auf, was sie von den anderen gehört haben. Einfach als Liste. Also ohne, da ist nichts weiter drin. Ja. Und dann, wenn jetzt einer von denen krank wird, genauso ist das in Deutschland, dann macht er einen Test oder sie macht einen Test und dann, wenn sie positiv ist, kommt das hier nicht in ein Hospital, also das ist bildlich gesprochen, sondern auf einen zentralen Server. Aber nur diese Zahlen sind völlig anonym. Das sind reine Listen von Zahlen. Diese Zahlen bedeuten aber, das sind alle Zahlen, die von Nutzern kommen, die jetzt Covid-19 positiv sind. Und dann täglich, das kennt jetzt jeder, der die Covid-App hat, da guckt die Covid-App jetzt selber nach von den anderen Nutzern hier, das Graue, schaut in seiner Liste, was habe ich jetzt für Zahlen von anderen gekriegt und vergleicht die mit dieser großen Liste. Und wenn es jetzt da Zahlen wiederfindet, dann geht natürlich der Warnalgorithmus an und sagt, dann rechnet er also aus, wie lange das jeweils war und wie nah die waren. Und dann gibt es eine Warnung entsprechend des Risikos. Also und dieses Prinzip ist völlig anonymisiert ist sehr sicher. Ne? Also es erfordert nur die hohe Compliance und Mitarbeit der Menschen. Ne? Also und dazu müssen die das einfach verstehen, was hier passiert. Ja. Und das ist aber so das möchte ich nochmal zeigen. Ich glaube, ich bin schon weit fortgeschritten in der Zeit. In Wahrheit, also die einfachen Architekturskizzen, so einfach ist das leider nicht. Ne? Also wenn man nur die Komponenten anguckt, die jetzt in der Covid-Warn-App mit so einer einfachen Funktionalität verbaut sind, dann ist das also schon gigantisch und es muss alles sehr sicher sein. Hier ist also ein einzelnes Handy gemalt, da ist jetzt diese Corona-Warn-App drin und auf der Seite hier ist das Bluetooth, also hier werden die anderen Handys detektiert. Ne? Das ist diese Schleife hier. Und da werden halt diese Zufallszahlen ausgetauscht. Und dieses Ganze steht halt zentral, aber hier auf keinem dieser Server wird auch nur eine personenbezogene, kein personenbezogenes Datum, nur Schlüssel, also anonyme Schlüssel. Und da gibt es halt den Corona Warn App Server, der diese Listen austauscht. Der hat diese Listen von den Leuten, die gesagt haben, ich bin positiv. Das ist der hier. Der schickt, da fragen dann die Handys ab, gib mir mal täglich jetzt diese Liste, damit ich vergleichen kann. Und dann gibt es aber noch die Verbindung zu den Informationssystemen zum Labor. Das ist also auch eine ganz eigene, natürlich gibt es so viele Spaßvögel, die dann sagen, ich bin Covid-positiv. Das muss verhindert werden. Und das ist dann dieser Verification-Server, der prüft, ob tatsächlich ein positives Testresult da ist. Nur dann akzeptiert der Corona-Warn-App auch die Liste, die jetzt der entsprechende Nutzer schicken möchte. Ja, also, und dann gibt es natürlich einen European Gateway auch inzwischen. Also, das einfach zu nennen, halte ich für falsch. Und wenn man jetzt rein in die Kommunikationsbeziehungen, das zeige ich nur mal, das ist also wirklich sehr
ausgefeilt und technisch aufwendig. Das wollen wir jetzt nicht besprechen. Und was wir haben auch das Wort Transparenz so oft gehört und auch Open Source schon gehört. Und das ist eigentlich hier eine große Errungenschaft. Ich finde es jedenfalls bemerkenswert. Das wird alles, das ist hier ein Screenshot von der Webseite. Man kann das, den ganzen Code und auch das sind hunderte Seiten Dokumentation, auch sehr schöne hier zum Datenschutz, also tolle Beschreibung, wer mal gute Dokumente dazu lesen möchte, die sind hier. Also kann hier auch eine sehr ausführliche Beschreibung, auch teilweise gut verständlich, in dieses hier unten. Das kann ich nur empfehlen. Also das ist die Datenschutzfolgenabschätzung. Und das Ganze wird unter einer Lizenz veröffentlicht, sodass andere Entwickler weltweit das nutzen können. Das wurde auch gemacht, wenn man heute nachguckt im Internet, da wird die deutsche Warn-App also häufig als Vorreiter beschrieben. Also wir kritisieren uns mehr als andere, würde ich da auch daraus schlussfolgern. Und jetzt komme ich noch, auch hier der Chaos Computer Club haben wir zum Glück schon gehört, weil da muss ich es nicht nochmal erklären, weil das so ein etwas sonderbarer Name vielleicht ist. Also eine anerkannte, eine Vereinigung von Experten, die sich also zum Ziel gesetzt hat, die gesellschaftlichen und ethischen Folgen der Digitalisierung zu betrachten und immer wieder zu Sicherheitsproblemen auch Stellung bezieht, auch prüft. Und die haben ganz früh, also das war sozusagen ganz am Anfang schon gleich gesehen, wenn wir keine Kriterien haben, dann können wir auch nicht sagen, ob jetzt irgendwas gut oder schlecht ist. Und da haben die gleich, und man erkennt ja jetzt viele, also hier auf der Seite, das ist alles ein Datenschutzkriterien, also aus der europäischen Grunddatenschutzverordnung. Und hier sind ethische Prinzipien. Also im Grunde haben wir ja also eine sehr starke Überschneidung von dem, was wir eben schon gehört haben. Und die haben gesagt, also wenn sie das erfüllt, dann ist sie gut. Und ich habe das jetzt mal für mich bewertet. Ich kann die auch noch mal kurz durchgehen. Die Freiwilligkeit ist gegeben. Die Transparenz und Prüfbarkeit ist in hohem Maße gegeben. Es gibt keine zentrale Entität, also keinen Schlüssel. Gut, dass natürlich die Rechenzentren gibt es schon, ohne die geht es nicht, aber man kann zeigen, dass dort keine personenbezogenen Daten hinterlegt sind. Ne? Das ist dann die vollständige Anonymität. Es gibt keine Bewegungs- und Kontaktprofile, das ist ganz wichtig, sondern nach 14 Tagen wird das immer gelöscht und die können auch nicht verkettet werden. Das ist was ganz Schlechtes. Wenn man verschiedene Daten aufeinander aggregieren kann und dann bedeutungstragende Aggregate kriegt, was ich ganz zu Beginn sagte, dann ist plötzlich die Anonymität nicht mehr gewahrt. Und natürlich, die Netzwerke sind heute so sicher, wie man sie sicher machen kann. Also ich habe da also gesagt, ich kann hier eigentlich viele grüne Häkchen verteilen. Also das hier oben, ne, der Sinn, also da stimme ich völlig zu. Ne? Also natürlich, jetzt wird jetzt nachgebessert. Nicht? Also wahrscheinlich wäre es besser, meiner Ansicht nach, die Corona-App, die Tracking, die Warn-App bleiben zu lassen und vermutlich andere Funktionalität an anderer Stelle noch dazu zu tun. Aber es ist sicherlich richtig, dass man diese andere Funktionalität wie diese Anmeldung in Lokalitäten oder diese Tests, dass man dort die Schnelltests reinladen kann, diese Funktionalität ist sicherlich richtig. Ja, und damit komme ich jetzt zu meiner letzten Folie. Das möchte ich gerne diskutieren. Also ich halte unsere Corona-Warn-App für viel besser als ihr Ruf. Und sie erfüllt meiner Ansicht nach die höchsten Sicherheitsstandards. Sie ist ihren Preis auch wert, ne? Die 20 Millionen Euro kann man drüber diskutieren. Die Abläufe sind komplex, man kann die nicht kleinreden, man muss sie diskutieren. Das kostet auch Zeit in einer Pandemie. Man hätte die Zeit, mein letzter Punkt hier unten, nur sparen können, wenn man die Diskussion schon vorher geführt hat. Man kann natürlich eine Diskussion, wir hätten vieles vordiskutieren können, die Menschen hätten besser darauf vorbereitet sein können und mehr Vertrauen gewinnen können durch bessere Kenntnisse in die guten Prinzipien des europäischen Datenschutzes, auch in die Instanzen, die jetzt dafür gerade stehen. Ne? Natürlich blindes Vertrauen ist nicht das, was gefordert ist, aber einen Diskurs halt zu führen, informiert und nicht so ziellos, wie er manchmal stattfindet.
Hier hätten wir sicherlich, da müssen wir dran arbeiten, machen wir jetzt ja gerade. Und damit bin ich jetzt am Ende meiner Vorstellung. Ja, herzlichen Dank, Herr Böker, für diesen wirklich umfassenden Einblick in die Corona Warn App. Ich denke, dazu wird es ganz viele Fragen noch am Ende geben. Vielen Dank nochmal und dann darf ich überleiten und Ihnen, lieber Herr Heckmann, das Wort erteilen. Sie beleuchten die, den Datenschutz aus rechtlicher Sicht und auch ein bisschen aus ethischer Sicht und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Sie sind noch auf stumm geschaltet, das Mikro bitte noch an. Jawohl. So. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Kieche, lieber Kollege, in der Tat kommt jetzt last but not least die juristische Perspektive, die Frage also, ob Datenschutz Hindernis oder Notwendigkeit in der Pandemie ist. Man könnte dies natürlich einfach beantworten mit, es kommt darauf an. Aber diese Antwort wäre mir jetzt in dem Falle zu einfach. Ich würde schon mal so weit spoilern, dass ich einfach sage, die Antwort ist nein, der Datenschutz behindert nicht. Aber wie komme ich zu dieser Antwort? Wir haben erst vor kurzem ein Gutachten mitbekommen des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums, in dem es doch diese sehr markanten Worte gab, die ich hier kurz zitieren möchte, nämlich: Schließlich spielen auch juristische und bürokratische Hemmnisse eine wichtige Rolle im Prozess der Digitalisierung. Der Datenschutz wird in Deutschland oft als ein Wert angesehen, der in der Abwägung mit anderen Rechtsgütern absolute Priorität genießt. Das hat die Nutzung digitaler Möglichkeiten während der Corona-Krise stark eingeschränkt, wie die Corona-Warn-App und etwa auch die Patientenakte gezeigt haben. Das ist schon eine ganz klare Ansage dieses wissenschaftlichen Beirats, der übrigens sehr hochkarätig besetzt ist. Auf der anderen Seite hören wir und lesen wir den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber, der wiederum dagegen hält und sagt, dieses Gutachten sei schlicht falsch. Ich zitiere, die angeblichen Beweise für den absoluten Datenschutz sind längst widerlegte Gerüchte, und da bezieht es sich dann ausdrücklich auch auf die Corona-Warn-App, und er setzt weiter fort, dass in diesem Gutachten die gebotene Wissenschaftlichkeit nicht eingehalten sei. Er sagt auch, dass er sich dem Beirat gerne zur Verfügung gestellt hätte mit seiner Expertise. Er ist offensichtlich auch nicht gefragt worden. Ich muss auch hinzufügen, dass tatsächlich in diesem hochkarätigen besetzten Beirat tatsächlich nur ein Jurist sitzt und allerdings auch kein Datenschutzrechtler, der hier da mitgewirkt hätte. Aber das ist nicht sozusagen die einzige Kritik, die wir hier zu lesen bekommen. Auch der Bitkom, der große Branchenverband, kritisiert hier die Rolle des Datenschutzes. Ich zitiere, datenschutzrechtliche Prinzipienreiterei gefährdet derzeit jene Menschenleben, die sich durch den flächendeckenden Einsatz digitaler Lösungen retten ließen. In der jetzt beginnenden, für die Menschen in Deutschland besonders herausfordernden Phase der Pandemie brauchen wir eine neue Abwägung zwischen dem Schutz von Daten und dem Schutz von Leben. Digitale Lösungen müssen flächendeckend eingesetzt werden. Also eine klar kritische Haltung, ist die Rede von Prinzipienreiterei. Es wird eine neue Abwägung gefordert. Aber was ist da eigentlich wirklich dran? Schauen wir einfach mal ganz nüchtern auf die Rechtslage. Und da möchte ich direkt mit dem Credo beginnen, das meines Erachtens hier wirklich auch schon bei den Vorrednern zum Ausdruck kam. Datenschutz heißt keineswegs Datenaskese, also auf Daten mehr oder weniger verzichten zu müssen, auf ihre Nutzung insbesondere. Denn die Datenschutzgrundverordnung sagt bereits prominent in Artikel 1, dass diese Verordnung nicht nur Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten enthält, sondern natürlich auch solche zum freien Verkehr solcher Daten, also zur Datennutzung, zur Datenspeicherung, Übermittlung, Erfassung und so weiter. Und es geht in Absatz 3 weiter. Der freie Verkehr
personenbezogener Daten darf aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen weder eingeschränkt noch verboten werden. Das ist eine klare Ausrichtung, die ganz oft übersehen wird, der Datenschutzgrundverordnung, die auch ein großes Stück Datennutzungsverordnung ist, sozusagen die Gestaltung eben der Datenverarbeitung regelt und keineswegs hier als Verbotsgesetz daherkommt. Ich gebe natürlich zu, dass es das sogenannte Verbotsprinzip gilt. Das bedeutet, dass Datenverarbeitung so lange nicht erlaubt ist, solange eben es nicht einen besonderen Rechtfertigungsgrund gibt. Also es ist alles verboten, was nicht erlaubt ist. Das ist gewissermaßen die Wendung Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung. Aber wenn man mal genauer reinschaut, dann hat dieses Verbotsprinzip doch einen vielfachen Erlaubnisvorbehalt. Da sind viele Erlaubnisse genannt, mit denen man in der Praxis wunderbar klarkommt. Schauen wir mal rein. Artikel 6, Buchstabe D. Danach ist Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn sie erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen zu schützen. Wenn also hier in einem Blogartikel Ende März gesagt wurde, Datenschutz versus Menschenleben, dann sterben halt 10-mal so viele, dann ist das schon sehr plakativ und im Grunde genommen einfach datenschutzrechtlich so nicht in Ordnung, denn diesen Gegensatz gibt es überhaupt nicht. Und gerade in der Pandemie geht es natürlich um lebenswichtige Interessen. Das heißt, wir haben schon vielfach die Möglichkeit, Datenverarbeitung auf diese Vorschrift zu stützen. Die Datenschutzgrundverordnung verbietet und verhindert das überhaupt nicht. Aber ich gebe natürlich zu, es mag nicht jeder einzelne Schritt im Pandemie-Management auch sofort auf den unmittelbaren, akuten Lebensschutz gerichtet sein. Aber dafür haben wir weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir einfach mal die Kontaktdaten erfassen wollen, das kennen wir ja alle noch von den Gastronomiebetrieben, auch im letzten Jahr, wo es dann eben diese Listen gab, wo man sich eingetragen hat. Davon war ja heute auch schon die Rede. Und dafür gibt es dann einfach gesetzliche Grundlagen. Denn die Datenschutzgrundverordnung erlaubt oder hält Verarbeitung für rechtmäßig, wenn sie zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt. Und natürlich ist ganz, ganz viel in diesem Pandemie-Management öffentliches Interesse. Das steht doch außer Frage. Und mit einer solchen gesetzlichen Grundlage haben wir natürlich eine demokratische Legitimation. Selbstverständlich muss jeder Gesetzgeber sich an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz halten. Also es müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden und auch angemessene. Aber im Großen und Ganzen ist das eine taugliche Grundlage für ganz, ganz viel Datenverarbeitung, unter anderem eben auch im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Auf diese Kontaktdatenerfassung komme ich noch zurück. Aber es geht noch weiter. Denn selbst wenn wir mal aktuell kein Gesetz haben und keine ganz akute Situation, aber dennoch ein legitimes Interesse an Daten, ja, dann holen wir uns einfach die Einwilligung des Betroffenen. Denn Kollegin Büchs hat es ja schon gesagt, es geht um informationelle Selbstbestimmung. Das Selbst ist hier entscheidend. Und das ist selbstverständlich möglich, wenn der einzelne Betroffene einwilligt. Das heißt, wenn er freiwillig sagt, dass diese Daten verarbeitet werden dürfen. Er darf regelrecht auch zu einer Datenspende greifen. Es gibt ja auch vom RKI die Datenspende-App. Da kann der Einzelne eben seine Daten eben auch zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen. Ganz, ganz wunderbares Instrument. Das geht selbstverständlich. Natürlich, und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt, ist diese Einwilligungslösung natürlich nur rechtmäßig, wenn dem zugrunde liegt eine verständliche, transparente, fundierte Information. Aber das ist ja nun wirklich auch jedem, der Daten verarbeiten möchte, zuzumuten, dass er erklärt, wozu brauche ich denn die Daten, zu welchem Zweck und wie werden sie denn genau verarbeitet? Wenn man das selber nicht einmal wüsste, das wäre schon sehr bedenklich, beziehungsweise wenn man es nicht sagen wollte, wäre das schon ein Wink im Hinblick auf irgendein unredliches Geschäftsmodell oder irgendeine übermäßige Überwachungsmaßnahme. Das heißt, gerade diese Transparenz, die hier auch gefordert ist, ist selbstverständlich ein wichtiges Instrument, geht auch sehr stark in diese Richtung der ethischen Leitlinien, die Alena Büchs hier am Anfang sehr schön dargestellt hat.
Ja, und jetzt haben wir die ganze Zeit vom Staat gesprochen, der natürlich sehr viele Daten braucht im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Aber natürlich brauchen Unternehmen auch Daten, gerade jetzt, wenn es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, wenn man dort im Unternehmen Hygienekonzepte machen will und eben auch schauen will, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geimpft, getestet und so weiter. Ja, das dürfen die natürlich auch entsprechend hier an Daten erheben, nämlich durch eine Interessenabwägung, wonach natürlich in aller Regel eben die Interessen am Schutz der Belegschaft höher wiegen als das Interesse, jetzt hier nicht einfache Daten preiszugeben, die dazu dienen. Also auch da haben wir eine weitere Rechtsgrundlage, Ermächtigungsgrundlage für Datenverarbeitung. Und da gibt es noch mehrere, das waren aber jetzt mal die wesentlichen. Das also bedeutet, dass wenn man mal das Wesen des Datenschutzes anschaut, dass wir hier überhaupt keine Verhinderung der Datennutzung gerade in der Pandemiesituation haben. Und ich bin jetzt der Dritte in Folge, der diesen Satz sagt, dass Datenschutz nicht dem Schutz von Daten dient, sondern dem Schutz der Menschen, dem Persönlichkeitsschutz. Aber das sei mir als Jurist gestattet, denn das ist in der Tat ein juristisches Prinzip auch. Das ist nämlich die universelle Selbstbestimmung, die in Artikel 2 und 1 Grundgesetz verankert ist, dem Persönlichkeitsrecht. Und natürlich soll Datenschutz verhindern, dass Unbefugte dieses Wissen dann für unredliche Zwecke missbrauchen. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich natürlich nicht jetzt Daten zu beliebigen Zwecken an jeden geben brauche, beziehungsweise sich jeder daran bedienen darf, sondern natürlich brauchen wir hier redliche Zwecke. Wenn wir aber von der Pandemiebekämpfung sprechen, da haben wir ja einen redlichen Zweck, der im öffentlichen Interesse steht, der sogar lebenswichtige Interessen mit abdeckt. Und das ist natürlich ein probater Grund, Daten auch zu erheben und zu nutzen. Natürlich muss man damit dann sorgfältig umgehen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit, aber das sehe ich jetzt auch nicht als eine unzumutbare Hürde, sondern ist natürlich für jeden, der Daten verarbeitet, wichtig, dass man eben auch aufpasst, dass die Daten nicht an Dritte zum Beispiel gelangen. Und das Ganze, und das ist natürlich jetzt der Link zum Kollegen Böker, ist natürlich eine Gestaltungsfrage. Eine Frage der Gestaltung der IT-Systeme, wo der Informatiker natürlich viel mehr davon versteht als ich. Aber Juristen schauen trotzdem auch auf diesen Aspekt. Und das ist ja heute schon genannt worden, Privacy by Design. Also der eingebaute Datenschutz sozusagen, der hier gewissermaßen die Brücke schlägt zwischen Recht und Informatik. Und ein Stück weit auch zur Ethik ist alles eigentlich erfasst, weil das natürlich auch in diese ethischen Leitlinien mit dazu gehört. Und dann, wenn wir unter diesen Kautelen jetzt mal den Datenschutz vergleichen mit Mobilität, würde denn irgendjemand auf die Idee kommen, die Straßenverkehrsordnung als Verhinderung von Mobilität zu sehen? Ja gut, derjenige, der mit 250 Sachen durch die Fußgängerzone brettern will, der sieht sich da natürlich behindert. Aber wir alle sagen im Prinzip, wir können doch wunderbar mit dem Auto fahren, ganz im Gegenteil, gerade weil wir doch wissen, dass es die Verkehrsordnung gibt, dass sich Leute an Verkehrsregeln halten, dass wir hier sozusagen keine Unfälle bauen und so weiter. Deswegen haben wir auch großen Spaß an Mobilität und können die richtig nutzen. Die Straßenverkehrsordnung reguliert das eben so weit, wie das notwendig ist, damit alle was davon haben. Und nicht anders ist die Datenschutzgrundverordnung. Sie reguliert einfach Datenverarbeitung in dem Sinne, dass wir alle möglichst optimal Daten nutzen können, unter anderem der Staat auch zur Pandemiebekämpfung. Also alles fein soweit. Schauen wir das mal an Beispiel an. Und natürlich nehme ich jetzt die Kontaktnachverfolgung, die Corona-Warn-App als Beispiel, möchte ja anschließen an das, was Herr Böker auch gesagt hat. Braucht zum Glück technisch nichts mehr erklären, sondern nur noch das Juristische hier hervorheben. Und da haben wir unseren A, der jetzt eben positiv getestet ist. Und normalerweise würde das Gesundheitsamt jetzt den A befragen, ja, mit wem warst du denn zusammen jetzt in der letzten Zeit? Da sagt er zum Beispiel mit B, habe ich mit B getroffen. Und dann würde das Gesundheitsamt natürlich den B anrufen und sagen, da ist ein Problem, lass dich testen und bleib mal zu Hause. Und damit man hier sozusagen das Virus nicht weiter überträgt. Das ist ganz problemlos, diese Konstellation. Das Problem fängt dort an, wo A natürlich viele andere getroffen hat in der U-Bahn und in der Fußgängerzone und überall, die er alle gar nicht kennt. Die könnte er gar nicht im Gesundheitsamt angeben, so im klassischen Infektionsschutz. Denken Sie an diese Fälle etwa Masern. Das ist so ein anderer Fall. Da ist es ja klar, da hat man die Schulklasse, hat man seine Nachbarn und da kann man die Informationen geben, das ist überschaubar.
In der Pandemiesituation funktioniert das natürlich nicht mehr. Und die Gesundheitsämter sind natürlich überfordert. Und damit meine ich jetzt nicht dieses kleine Faxgerät, was hier symbolisch steht. Das ist ein Problem für sich. Sondern sie werden einfach überfordert, weil sie die Adressaten gar nicht kennt, die sie bräuchten. Und das übernimmt die App. Das hat der Böker ja wunderbar dargestellt, wie die App funktioniert, dass hier die Menschen gewarnt werden auf diesem Wege. Und das können wir jetzt einfach mal hier Schritt für Schritt uns anschauen, diese Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, wie die dann stehen im Verhältnis zum Datenschutz. Und da ist es dann tatsächlich so, dass wir beginnen eben wiederum mit dem A, der positiv getestet wurde. Und jetzt ist es ja wichtig, dass dieses Testergebnis in unser System eingespielt wird, denn das Warnsystem funktioniert ja nur, wenn man auch mal was reingibt. Und das wiederum ist, das hat Herr Böker ja auch erklärt, ein freiwilliger Vorgang. Man wird nicht gezwungen dazu. Das ist gerade auch der Charme, weil es die Akzeptanz erhöht bei den Menschen und damit natürlich mehr Verbreitung auch findet. Und das bedeutet, wir haben hier ein freiwilliges, auf Einwilligung beruhendes Verhalten, dieses Testergebnis in das System einzuspielen, also in die App einzutragen. Das ist der erste Schritt, datenschutzkonform. Und dann haben wir erstmal einen Schritt der Automatisierung, nämlich jetzt die kritischen Kontakte, die dort alle vernetzt sind, aber dezentral, wie wir gelernt haben, eben zu warnen. Und das geschieht ja über diese anonymen Zufalls-IDs und einem dezentralen Abgleich. Das heißt, da werden gar keine personenbezogenen Daten mehr ausgetauscht, sondern eben wunderbar anonymisiert dann nur herausgefunden, wer soll gewarnt werden wegen eines kritischen Kontaktes. Absolut datenschutzkonform. Und dann bekomme ich diese Warnung. Und mir wird jetzt empfohlen, in der App eben, man möge sich bitte testen lassen und Quarantäne warnen, damit man jetzt nicht andere ansteckt. Das ist ja der Clou dieses gesamten Systems. Denn, und das hat der Bürger auch klar dargestellt, wenn jetzt alle sich dran halten würden, und das betrifft ja auch dieses Solidaritätsprinzip, das Alena Büx hochgehalten hat, dann wäre das perfekt, weil dann auf die Art und Weise nämlich quasi wir wirklich eine große Verhinderung hätten der weiteren Ausbreitung, weil alle sich solidarisch dran halten, sowohl die App nutzen, als auch sich entsprechend verhalten. Auch das ist datenschutzkonform, jetzt überhaupt keine Frage. Es ist ein mehr oder weniger freiwilliger Vorgang, denn da muss ich die Fußnote setzen. Wenn ich mich jetzt nicht dran halte an diese Empfehlung der App und ich gehe munter zur Arbeit oder sonst wohin und stecke andere an, dann kann das im schlimmsten Fall auch als fahrlässige Körperverletzung strafbar sein. Allerdings gebe ich zu, dass es nicht einfach kontrollierbar ist, eben ob jemand diese Warnung bekommen hat. Aber zumindest dahinter steckt dieses Damoklesschwert. Und ich möchte auch natürlich hier erwähnen, weil manche dann gesagt haben, ja, das ist ja wunderbar, aber das System hat ja doch einen großen Mangel, weil die Leute es nicht genügend nutzen. Erstens, ja, 25, 27 Millionen Downloads ist schon eine Ansage. Zweitens, wir haben zigtausende solcher Warnungen schon gehabt. Da ist schon sehr viel damit erreicht worden. Und es kann immer mehr sein. Aber die Defizite, darauf hat Herr Böker auch schon hingewiesen, liegt natürlich auch in der schlechten Kommunikation, gerade am Anfang auch. Und in den vielleicht nicht immer frühzeitigen Features und so weiter. Aber das Grundsystem auf jeden Fall ist datenschutzkonform und auch hilfreich. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Und wenn wir das hier mal vergleichen jetzt, oder vielleicht noch eines gesagt, könnte man jetzt die Leute nicht besser verpflichten? Sie müssen die App nutzen. Sie werden gezwungen. Sie müssen positive Ergebnisse eintragen. Sie müssen anschließend eben die Warnungen ernst nehmen. Kann man theoretisch machen, diesen Zwang auch ins Gesetz reinschreiben. Nur wie wollen Sie das durchsetzen? Es hat nicht jeder ein Smartphone, es muss ja nicht jeder offenlegen, ob er eins hat. Und wie wollen Sie bei den Einzelnen dann kontrollieren, ob das alles auf dem Smartphone schon so geschieht? Nein, das ist wirklich das Prinzip der Solidarität, der freiwilligen Mitwirkung der Einzelnen, der große Appell auch der Kanzlerin letztes Jahr, dass man sich hier solidarisch verhalten solle. Corona sei eben auch ein Charaktertest für die Gesellschaft. Das ist das Prinzip, das aus meiner Sicht, da schließt mich ein Bürger auch an, dass ich das sehr begrüße, dass man diese Version gewählt hat, statt eine hochproblematische, zentrale und verpflichtende Lösung. Nun haben wir natürlich einen anderen Fall bei dem sogenannten Check-in. Also jetzt sehen wir die Luca-App momentan, darauf können wir in Diskussion gerne eingehen, jetzt natürlich gezielt auch bespricht.
Herr Bürger wird dann natürlich auch sicherlich auch technisch später noch was ergänzen können zur Luca-App. Das ist ja eine, das ist ja nicht vergleichbar mit der Corona-Warn-App. Das ist ja nur für diesen Check-in bei bestimmten Lokalitäten, denn die erfasst ja nicht die Zufallskontakte in der U-Bahn und so weiter. Da checke ich ja nicht ein, gewissermaßen. Und das kann ich natürlich auch regeln. Das haben wir auch gemacht in Bayern in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Da haben wir die Kontaktdatenerfassung, die zitierte ich ja schon, auch auf elektronischem Wege. Also solche Check-in-Apps sind natürlich gesetzlich auch erlaubt und ein probates Mittel. Das will ich nicht vorher. Es gibt Mängel bei der Luca-App, Datensicherheit und so weiter. Kann man später diskutieren. Aber dem Grunde nach, solche Check-in-Apps sind datenschutzkonform darstellbar. Und das, was an Daten dort verarbeitet wird, das ist definitiv erlaubt. Wo ist da der Hinderungsgrund, den die Kritiker alle benennen? Dennoch werden Zweifel geäußert und interessanterweise an der Corona-Warn-App, das ist jetzt ein Artikel Ende April 2021, kaum eine Woche alt, ja, in der Zeit. Und das ist für mich vollkommen unverständlich. Das kann nur mit Desinformation zusammenhängen und dem Schlechtreden der Corona-Warn-App oder Marketing-Spezialisten, die eben die kommerzielle Luca-App hier pushen wollen. Keine Ahnung. Es ist schlichtweg falsch. Diese Zweifel sind absolut unberechtigt. Wir haben schon letztes Jahr an der TUM ein Konsortium gehabt, unter der Leitung der Physikerin Elisa Resconi. Wunderbares Team aus Physik, Informatik, Jura, Mathematik, Medizin zusammengewirkt. Wirkt an einer Forschung zu sicherer Contact Tracing App. Das ist dann auch in die Diskussion eingeflossen und ist genau die Linie, die die Corona-Warn-App jetzt auch verfolgt. Also das kann ich aus vollem Herzen bestätigen, dass das alles datenschutzkonform ist. Etwas drastischer drückt es der Bundesdatenschutzbeauftragte aus. Er formuliert nämlich, nicht der Datenschutz bremst, sondern populistische Debatten. Gut, das ist Ulrich Kälber. Ich saß viele Monate neben ihm in der Datenethikkommission und er hat ja recht. Ja, er hat recht. Die Corona-Warn-App ist die erfolgreichste Tracing-App in Europa. Und er sagt auch, seit Ausbruch der Pandemie gab es keine einzige konkrete Maßnahme, die mir von der Regierung vorgelegt wurde, die am Datenschutz gescheitert wäre. Also da sagt der Datenschutzbeauftragte. Also so viel zu der Ausgangsfrage. Lassen Sie mich zum Schluss aber noch ein paar Vorschläge in Diskussion einbringen, damit hier auch kein falscher Eindruck entsteht. Bei allem, wenn ich jetzt sage, der Datenschutz hindert das alles nicht, alles wunderbar mit dem Datenschutzrecht, soll das natürlich nicht den Eindruck erwecken, alles wunderbar mit der Pandemiebewältigung. Also da gibt es natürlich schon einiges, was man besser machen könnte hier. Und da gibt es ein wunderbares Positionspapier des Wissenschaftlichen Beirats der AOK Nordost. Lernen aus der Pandemie, digitalisieren, reformieren, agiler agieren, findet man leicht im Internet. Und da sind so ein paar Dinge angesprochen worden, die einfach hier so ein Eye-Catch sein sollen, neben der Digitalisierung oft angesprochen, die Strukturreform der Verwaltung. Wie kann es denn sein, dass Gesundheitsämter immer noch am Wochenende zumachen? Entschuldigung, das mag so öffentliches Dienstrecht sein, das kann man ändern. Und ich glaube, es gibt genügend Leute, die derzeit diesen Job auch am Wochenende machen würden. Kann man wunderbar verteilen, da hätten wir durchgehend korrekte Zahlen. Mal nur ein kleines Beispiel aus dem Beamtenrecht. Man kann das Ganze agiler gestalten, man kann bessere Datenbasis schaffen. Da fehlt einiges, kann man auch darüber diskutieren nachher, Clustererkennung und so weiter. Da fehlt noch manches, insgesamt eben auch im Sinne auch Open Data, nicht nur Open Source, etwas zu machen. Also ich glaube, wir haben hier viel zu diskutieren in dieser Richtung. Und von daher gesehen hier nur noch meine Schlussthesen. Erstens, Datenschutz ist kein Supergrundrecht. Er kann ebenso eingeschränkt werden wie andere Freiheitsgrundrechte und tritt in Abwägung mit dem Schutz von Leben und Gesundheit oft zurück. Zweitens, die Erhebung und Nutzung solcher Daten, die für die Pandemiebekämpfung im Sinne der Gesundheitsvorsorge erforderlich sind, wird deshalb durch das geltende Datenschutzrecht nicht verhindert. Dass auf bestimmte Daten oder Verfahren vorerst oder auch gar dauerhaft verzichtet wird, ist eine politische, strategische Entscheidung, die im Einzelfall auch durchaus diskussionswürdig ist. Drittens, dass zuweilen bestimmte Daten zur besseren Pandemiebekämpfung fehlen, liegt auch an unzureichender Digitalisierung. Daran wiederum ist aber nicht der Datenschutz schuld. Im Gegenteil können Daten wegen dieser Versäumnisse gerade nicht oder nicht effizient erfasst und genutzt werden. Und mit diesen Thesen möchte ich meinen Vortrag auch schließen. Freue mich sehr auf Ihre Fragen über die bekannten Kanäle. Ja, lieben Dank auch Ihnen, Herr Heckmann, für den tollen Vortrag.
wirklich sehr, sehr interessant und ich kann Ihnen schon sagen, es gibt einen Haufen Fragen, aber wir müssen es ein bisschen abkürzen, weil wir ja nicht ewig Zeit haben. Ich fange gleich mal mit Ihnen an. Das sind zwei Fragen direkt an Sie. Lieber Herr Professor Heckmann, die von Ihnen dargelegten Grundsätze und rechtlichen Vorgaben des Datenschutzrechts scheinen im öffentlichen Diskurs und auch in der Politik und der Verwaltung nicht übergreifend bekannt. Wie könnte man diese Datenschutzkompetenz fördern? Ja, antworte ich gerne drauf. Datenschutzkompetenz, schöner Begriff. Es ist eigentlich noch mehr Datennutzungskompetenz, nämlich zu erkennen, was Daten überhaupt sind, welchen Wert sie haben und wie man sie sinnvoll einsetzt. Und da gibt es eine Antwort der Bundesregierung, nämlich die Datenstrategie vom 27. Januar, die da veröffentlicht wurde, die sieht in der Bundesverwaltung zumindest sogenannte Datennutzungsbeauftragte vor, die in jeder Behörde zu bilden sind, Chief Data Officers, die auch eine extra Ausbildung bekommen sollen und die dann weiterverbreiten sollen, eben diese Denkweise. Denn in der Tat, die Datenschutzbeauftragten manchmal denken doch ein bisschen enger gewissermaßen und Datennutzungsbeauftragte könnten den Blickwinkel weiten. Das ist eine tolle Initiative der wunderbaren Datenstrategie in der Bundesregierung. Auf Länderebene lässt sich Ähnliches auch denken. Und ich meine einfach, es muss das öffentliche Diskussionsklima muss hier einfach evidenzbasierter, wissenschaftsfundierter sein. Das ist ganz schlimm. In Wirklichkeit steckt oft was anderes dahinter. Man will bestimmte Daten nicht, man will bestimmte Strategien nicht, man will bestimmte politische Entscheidungen nicht und schiebt den Datenschutz vor. Und das müsste man entlarven durch gute Rückfragen. Leider fragen viele Talkmaster dann nicht kritisch nach, sodass das im Raum steht. Ich hatte in der letzten Diskussion einer Talkshow, da hat die bekannte Wissenschaftsjournalistin Mai, Sie wissen, wen ich meine, die hat dann kritisch nachgefragt, ich glaube bei Lanz oder jemand. Das fand ich klasse, dass dann von der Seite die Nachfrage kam, was ist denn jetzt genau, das meinte ja auch Kälber, sagen Sie mir doch, welche Daten hier nicht erhoben werden dürften. Nur dann schweigt man ja. Es ist ja ein bisschen vorgeschoben. Ja, völlig richtig. Gebe ich Ihnen recht. Der Datenschutz ist immer die heilige Kuh, die nicht geschlachtet werden darf und die dann immer vorgeschoben wird. Da haben Sie völlig recht. Aber vielleicht liegt es einfach auch daran, dass die Menschen zu wenig darüber Bescheid wissen. Und ich glaube, dass in den öffentlichen Diskurs zu bringen, so wie wir es jetzt heute auch tun, das ist mein erster Schritt, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr darüber Bescheid wissen. Und das ist eigentlich überhaupt nichts. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das kam auch bei Ihnen vor, bei allen Vorträgen, dass der Datenschutz eben nicht hemmend sein soll, sondern fördernd sein soll im Sinne aller. Gleich im Anschluss noch eine Frage an Sie, Herr Heckmann. Kann man solche Daten absolut anonymisieren oder handelt es sich hier um faktische Anonymität? Falls ja, dann ist es ja nicht BDSG-konform, weil die neue Fassung keine faktische Anonymität mehr kennt. Eine Frage aus einem Spezialisten. Das kommt vom Juristen oder die Juristin, die Frage. Das ist schon sehr speziell. Das Schöne daran ist, ich brauche sie nur halb beantworten, weil ich sofort an Herrn Böker weitergebe, weil er ist der Spezialist in der Informatik, was Anonymisierung betrifft. Sie hatten, finde ich, auch schon angesprochen, Herr Böker, eben wie Anonymisierung funktioniert. Also in der Tat, Herr Böker hat das schon angesprochen, dieses Reidentifizierungsrisiko, das wir natürlich vielfach haben und je mehr Datenmengen wir haben, auch Big-Data-Analysen und Quantencomputing und so weiter, so eher haben wir auch wieder die Möglichkeit zu reidentifizieren. Und auch da kann ich die Datenstrategie der Bundesregierung zitieren, die will ganz, ganz viel Geld investieren, das ist jetzt schon im Haushalt festgelegt, für Anonymisierungsforschung. Da ist wirklich noch vieles zu erforschen, denn in der Tat, momentan haben wir gewisse Risiken, auch im Hinblick auf Anonymisierung und dennoch bin ich der Meinung, dass die Datenschutz Grundforderung so ausgelegt werden muss, als, das haben wir auch in der Datenethikkommission gesagt, risikoadaptierter Ansatz. Wir können nicht alle Risiken abschließen. Das gibt es nirgends in der Rechtsordnung, auch im Straßenverkehr. Nirgends werden alle Risiken ausgeschaltet. Diese Denkweise ist der Rechtsordnung fremd.
komplett, selbst im Atomrecht und so weiter. Das bedeutet, dass wir hier mit gewissen Risiken in Kauf nehmen können. Wie hoch wir die benennen, das muss man dann sehen. Aber vielleicht würde ich jetzt tatsächlich an den Informatiker weiterleiten, weil er kann ja sagen, wie gut können wir denn anonymisieren? Wie gut schaffen wir denn das mit den Mitteln der Technik derzeit? Herr Böker. Also ich kann da gar nicht viel zusätzlich zu sagen. Es gibt halt eine relativ aktuelle Studie, die wurde letztes Jahr in Nature Communications publiziert, wo ein Forschungsteam mit Machine Learning Ansätzen zeigen konnte, dass man bis zu 90% der amerikanischen Bevölkerung aus einem Datensatz mit 10 Spalten, also 10 Parameter, wo allerdings auch natürlich Daten drin waren, die in öffentlich zugänglichen Dateien sozusagen in Datenbanken matchbar waren. Also man ist da enorm vorsichtig geworden. Also wir arbeiten ja in größeren Forschungsprojekten, wo wir auch Daten zwischen Standorten austauschen. Und wenn immer es möglich ist, versuchen wir nur noch so zu arbeiten, dass wir keine Individualdaten unbedingt mehr austauschen müssen, weil man eigentlich so ein Risiko gar nicht genau abschätzen kann. Wenn wir zum Beispiel seltene Erkrankungen haben und Wohnorte, so Geolokalisation, wie man es häufig macht, wie kann man da ausschließen, dass wirklich Leute reidentifiziert werden? Also durch einen Zufall vielleicht auch nur. Und dann gibt es eben Daten in der Medizin wie Texte, also zusammenhängende Texte. Oder wenn man ehrlich ist, auch Bilder, die von ihrer Struktur her im Grunde nur durch also Bilder kann man noch also so verändern, dass sie bestimmte Feature verlieren. Da arbeitet man dran, aber da gibt es, oder Sequenzdaten, genetische Informationen im Prinzip nicht, da sagt man, die sind nicht anonymisierbar. Und ich glaube, dort hängt auch, das ist auch wieder eine Abwägung, ne? Also auch der Kontext, in dem man arbeitet, ist das ein geschlossenes System oder wie groß ist das Risiko, dass die nach außen geraten? Also wenn wir Studien machen, dann haben wir ja große Datensätze, also sehr große und natürlich die Leute wollen gerne in den Studien und die geben da auch ihre Daten dafür her, aber dann muss das völlig gesichert sein, ne? Dann braucht man dann eben diese Anonymisierungsbedenken nicht zu haben. Und übrigens noch als Anekdote, selbst die Corona-Warn-App, also was auch Frau Büchs am Anfang sagte, es gibt keine Sicherheit, es gibt Angriffsszenarien, ganz einfache Angriffsszenarien. Mit 3 Handys kann man 115 Personen, wenn man das geschickt macht, könnte man sie reidentifizieren, nur weil man eben selber die Nachricht kriegt, dass da jemand infiziert ist, wenn man also darüber, über die räumliche Verteilung von Personen, was weiß, es gibt keine absolute Sicherheit, ne, in diesem digitalen System. Mhm. Und das finde ich also auch, natürlich, da muss man drüber nachdenken, wie man... Aber was ist schon ohne Risiko? Ich meine... Ja, ich finde es halt... wir müssen das halt, das muss halt gesellschaftlich, es muss dafür eine Akzeptanz geben oder eine Umgangsform, also dieses Hin und Her, was wir manchmal jetzt noch beobachten, das ist ja durch den Diskurs ausgelöst und das ist ja auch wichtig, dass es so ist. Aber irgendwann muss es natürlich, müssen wir im Sinne eines Fortschritts auch so Leitplanken haben, an denen wir uns auch sicher entlang bewegen können, glaube ich. Wurde ja auch schon gesagt. Gut, dann noch eine Frage zu den Ämtern, zu den Gesundheitsämtern. Gibt es Mechanismen der Weitergabe der Daten von den Gesundheitsämtern an die Forschung, die sicher sind? Und auch solche Mechanismen der Datenweitergabe unter den Ämtern? Und wenn ja, warum zirkulieren dann nur Excel-Listen bei den Massentestungen? Also... Die Frage an Sie als Experte, ob Sie etwas wissen, wie der Datenaustausch unter den Gesundheitsämtern passiert oder vielleicht Datenweitergabe der Ämter ans RKI oder wie sicher sind. Da gibt es ja Melde, das unterliegt ja dem Bundesseuchen
Schutzgesetz. Also dort ist ja eine Rechtsgrundlage. Das hatte Herr Heckmann ja gesagt. Das ist ja eine. Das ist ja eine Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung. Das steht eben drin, für welche Erkrankungen eine Meldepflicht besteht. Aber ich glaube, hier geht es mehr konkret um das Technische. Wie erfolgt die Meldung? Ich meine, dass das eine gesetzliche Grundlage hat, ist klar. Aber ich glaube, hier geht es mehr um die technische Frage. Wie? Ja, da glaube ich halt, dass man da noch sehr, da war das Faxgerät, glaube ich. Das ist das Fax da noch. Ja, und ich habe extra auch recherchiert im Vorfeld. Es ging ja viel auch um die SORMAS-App, Programm. Das ist also ein Programm, das lange entwickelt wurde von einem Helmholtz-Institut, was jetzt in fast allen Gesundheitsämtern installiert ist. Und das fand ich auch ein super Hinweis. Man sieht hier eben, man kann fehlende Strukturen oder nicht gut ausgebildete Digitalisierungsstrukturen oder schlechte Prozesse primär erstmal nicht durch eine Software heilen. Das denkt man auch. Also jetzt hat das leider, es hat eben die ganze Zeit gedauert, die Gesundheitsämter waren schlecht ausgerüstet. Jetzt haben die fast alle diese SORMAS Software, also die ist dafür sehr gut, für dieses Tracking, diese ganzen Personen anzurufen, die Krankengeschichten. Und da haben die jetzt ihre ganzen Arbeitsabläufe umgestellt. Jetzt, also nach Monaten, sind die sozusagen dadurch viel effizienter geworden. Und diese SORMAS... Aber über diese Software erfolgt auch der Datenaustausch. Ja, kommt zum Beispiel zur... wie heißt es nochmal? Zu der... zur Meldung zum Beispiel ans RKI, oder? An diese Registrierungs-Apps, die ist Luca zum Beispiel. Luca hat eine Schnittstelle zur SORMAS-App. Aber zum Beispiel die Corona-Warn-App eben meiner Kenntnis nach nicht, weil das ganze System keine identifizierenden Daten enthält. Ich wollte vorher noch recherchieren, ich habe es nicht geschafft, ob die Labore auch Schnittstellen haben, die positiven PCR-Tests haben. Ich glaube nicht, der Arzt muss melden. Also es ist ich muss ein bisschen abkürzen, sonst wäre man nicht, hier ist noch eine Frage, noch viele Fragen, aber hier ist nochmal eine Frage zur Weitergabe der Gesundheits- und Testdaten ans RKI. Ist das per Fax rechtlich zulässig und IT-sicher? Nein. Also, was soll ich dazu sagen? Das Fax ist eine Multifunktionswaffe im deutschen Gesundheitswesen. Man darf es eigentlich gar nicht sagen, aber das ist halt nicht im Moment noch nicht an vielen Stellen, ist da die Digitalisierung noch weit hinterher. Also eigentlich ist ein Fax grundsätzlich überhaupt nicht abhörsicher. Nicht? Also, ja, alles klar, gut beantwortet. Dann eine Frage noch zur Corona-Warn-App. Der Zuhörer oder die Zuhörerin bedankt sich für die wirklich interessanten Vorträge bei Ihnen. Kurze Frage, wurde in der Warn-App die Länge des potenziellen Kontaktes zu einer Covid-19-positiv getesteten Person beim Exposure-Check für die Mutanten mit höherer Infektiosität angepasst? Auch eine sehr interessante Frage. Da habe ich ja diese Dokumentation gezeigt. Da gibt es eine Datei, wo diese ganzen, wo die epidemiologischen Grundlagen für diese Berechnungen, für diese Kalkulation der Risikoscores drinstehen. Die werden ständig angepasst. Jetzt in deren Dokumentation stand, war sogar schon diese ganz neue Anpassung mit den Meldungen von den Schnelltests. Das ist ja ein aufwendiger Prozess, deshalb, weil eben die verschiedenen Handys vor allen Dingen auch unterschiedlich in diesem Bluetooth-Protokoll. Also da muss jede Handyserie muss separat, wird separater durchgetestet. Aber das funktioniert jetzt wohl mit einer vernünftigen Reliabilität, also dass man diese Daten verbindet. Mhm. Und noch eine Frage zur Corona-Warn-App. Können wir denn eigentlich jetzt feststellen, ob diese Corona-App wirklich hilfreich war in der Pandemie? Eigentlich nicht, oder? Ja, das ist halt diese Fragestellung, das sind ja so Gesundheits-, Versorgungsforschungsfragestellungen praktisch.
Und man kann es ja schlecht unter richtig experimentellen Bedingungen testen. Diese Arbeit, die ich ganz am Anfang gezeigt habe, mal aus dem April letzten Jahres, die hat schon versucht, so eine Reduktion der Covid-App, so solchen Apps zuzuschreiben. Also da schwirrt immer sowas rum zwischen 15% und 20%. Also jetzt, man kann auch, die Zahlen sind ziemlich gut jetzt erfasst, mit drei, wie viele Kontakte inzwischen da nachverfolgt worden sind, wie viele Leute auch teilnehmen. Und dann natürlich kann man da Modellrechnungen wahrscheinlich machen. Mhm. Ich habe jetzt keine Arbeit, die ich dazu tue. Nein, ich habe jetzt auch keine gefunden, aber, dass es einen positiven Effekt haben wird. Als bloßer Jurist will ich aber sagen, ich Judex non calculat, aber wenn man alleine sieht, wie viele Warnungen, zigtausend Warnungen darüber schon verarbeitet wurden, sagt der gesunde Menschenverstand, da werden schon etliche dabei gewesen sein, die aufgrund der Warnung sich sozusagen vorsichtiger verhalten haben. Also es spricht schon manches dafür, dass hier einiges Gutes mit bewirkt wurde, aber es wäre natürlich ein interessanter Forschungsauftrag, das mal genauer festzustellen. Ja. Also ich habe eine Arbeit gelesen, die ist allerdings jetzt schon erst Anfang des Jahres schon erschienen, dass etwa 11% der positiven Tests über diese Warn-App auch eingegeben wurden. Also schon mal finde ich gar nicht so schlecht. Ja, man würde sich eben wünschen, dass diese Solidarität da einfach größer ist. Nicht? Aber man hat es ja jetzt, man sieht es ja drastisch eben auch an der Diskussion mit in den sozial schwächeren Gebieten der Städte. Das hat eben natürlich viel mit Bildung und Wohlstand zu tun. Ja, da ist einfach viel zu tun. Ne? Also ja. Und da jetzt, wenn man sich auch im Ländervergleich dort betrachtet, ich glaube, da hat Deutschland jetzt auf der Seite auch der Bildung jetzt, was die Digitalisierung angeht, doch noch, da ist man doch schon irgendwo ein bisschen hat man sich abhängen lassen. Also haben wir noch Luft nach oben. Gut, vielen Dank Ihnen für die tollen Vorträge und die heiße Diskussion. Es hat wirklich große Freude gemacht. Ich hoffe, Ihnen zu Hause auch. Und ich darf Sie herzlich einladen, nächsten Mittwoch wieder gleiche Zeit um 18.15 Uhr. Und wir haben wieder ein ganz interessantes Thema für Sie. Wenn Sie Frau Professor Welpe in der ersten Runde schon gehört haben und ich glaube, sie hat einen ganz großen Fanclub, dann werden Sie sicherlich auch Ihren nächsten Vortrag nicht verpassen wollen. Sie beschäftigt sich wieder mit Führung und Governance in der Pandemie. Und wird uns das nächste Mal erklären, warum Innovation in Wirtschaft und Politik dringend gebraucht wird. Bis dann, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.